Bei uns entscheidet in der privaten Krankenversicherung der Versicherte, zu welchem Arzt er geht und hat größtmögliche Wahlmöglichkeiten, ob Krankenhaus oder niedersten Bereich. Wir haben ja dort eine etwas andere Situation. Das macht es für uns aber als private Krankenversicherung auch gleichzeitig schwieriger, hier zu einer Vernetzung zu kommen. Ich habe bewusst, weil Sie meine vorherige politische Tätigkeit erwähnt haben, deswegen zum Einstieg eine Folie mitgebracht, an die ich mich erinnere. Das war 2012, als ich eine solche Kampagne über die BZGA, über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, gestartet habe. Warum? Wir haben leider immer noch Impfdebatten, insbesondere wenn mal wieder in Berlin, Freiburg, Köln, München mehr Masernfälle sind, als wir eigentlich haben müssten. Als ich das damals scharf kritisiert habe, hat sich das BKA gemeldet. Und die Gefährdungslage war eine andere. Ich will auch nur dazu sagen, warum führe ich das ein? Unser Problem sind nicht die radikalen Impfgegner, sondern unsere Herausforderungen sind die vielen Krankenversicherten, die ihren Impfstatus nicht genug kennen. Und das liegt daran, dass wir dort immer noch nach holzverarbeitender Industrie arbeiten, nämlich ein Papierheftchen, was spätestens beim Umzug möglicherweise in irgendeiner Kiste landet und in der neuen Wohnung man nicht mehr findet. Das entspricht dem heutigen Standard auch an Versorgungsangeboten mit digital erfassten Daten nicht mehr. Das haben wir eine Kampagne seinerzeit gestartet, Deutschland sucht den Impfpass, weil wir dazu beitragen wollten, dass man sich damit beschäftigt, wie man geimpft ist. Das ist sicherlich ein gutes Beispiel, wo Digitalisierung uns enorm helfen könnte. Wenn wir also einen digitalen Impfpass haben, an den man erinnert wird an die Impfung, bei dem man Informationen, qualitätsgesicherte Informationen über Impfungen in einem digitalen Impfpass findet, die STIKO-Empfehlung und nicht mehr danach googeln muss und in irgendwelchen obskuren Foren landet, was nicht qualitätsgesichert ist. Wir als Versicherung haben ein großes Interesse, dass es ein solches digitales Angebot für unsere Versicherten gibt. Wir selbst haben leider nicht immer die Daten, weil auf den Abrechnungsdaten unserer Versicherten nur in Teilen wirklich wir die Impfung erfassen können. Also müssten wir im Moment noch darauf setzen, dass der Versicherte selbst die Digitalisierung vorantreibt und selbst einen Impfpass befüllt. Aber interessant ist, das zeigt sich schon, der Impfpass ist, wenn wir über EPA reden und die ersten Angebote, die Ihnen ja gerade schon präsentiert sind, von einem Unternehmen, an dem sich auch die Allianz beteiligt, einem Gemeinschaftsinitiative der Vivi, der elektronischen Gesundheitsakte, wissen wir, ist der Impfpass das Produkt, die Anwendung, die die meisten Krankenversicherungen für einen großen Mehrwert halten, das erste, was in der Gesundheitsakte auch befüllt wird, obwohl es im Moment noch ein völlig händischer Prozess ist. Ich muss also selbst meine Impfung eingeben, habe aber dann eine Erinnerung, ich kriege die STIKO-Empfehlung, ich kann, wie ich es jetzt gerade mache, ich muss jetzt in 2 Wochen in ein Land in Südamerika einreisen und konnte deswegen nochmal meinen Impfstatus überprüfen und nochmal genau lesen, was man da braucht. Also sicherlich ein großer Mehrwert, weg von der holzverarbeitenden Industrie. Der Wunsch ist das auch unserer Versicherten. Unsere Versicherten erleben die Digitalisierung jeden Tag. Ja? Wenn die in die Bahn einsteigen, checken die ein. Wenn die ins Hotel einsteigen, checken die digital ein, kriegen vielleicht schon Hinweis, können digital auschecken, Flugzeug. Einkäufe sind heute über Amazon One-Click-Shopping möglich. Amazon Prime Now in München, innerhalb von 2 Stunden kriegen Sie jedes Produkt nach Hause geliefert. In Berlin sogar innerhalb 1 Stunde. Ja? Wahnsinnige logistische Leistung, sieht man wieder Hauptstadt, Provinz. Typisches Beispiel. Ja? Aber will sagen, da erleben unsere Krankenversicherten digitale Prozesse möglichst einfach und einfach erklärbar. Krankenversicherung, und gerade private Krankenversicherung, ist so noch nicht. Da ist es noch der Papierprozess. Ja, ich gehe zum Arzt, kriege eine Arztrechnung per Post nach Hause geschickt. Jetzt kommen die ersten unglaublich innovativen Krankenversicherungen seit 2014 auf die Idee. Wir waren eine der ersten, die eine App anbieten. Das bedeutet aber noch, ich fotografiere diese Rechnung ab und schicke sie an die Krankenversicherung. Das nennen wir schon ein digitales Angebot, aber ist eigentlich nicht der Anspruch, den wir haben, wenn wir uns mit Amazon vergleichen wollen. Das heißt, wir wollen zu anderen Anwendungen kommen. Wir sehen aber, dass der Wunsch unserer Kunden das ist. Das ist jetzt auch ein anderes Bild auf eine Krankenversicherung, auch auf eine private Krankenversicherung. Bisher war es der reine Kostenerstatter. Ich reiche Rechnung ein, die sollen mir die Rechnung nach dem Tarifwerk erstatten. Heute erwarte ich auch von einer privaten Krankenversicherung, vielmehr ein Partner zu sein. Unser Verständnis wandelt sich auch. Wir haben ein lebenslanges Leistungsversprechen. Wir haben den Kunden ein Leben lang, also haben wir auch Interesse, über digitale Angebote einmal dem Kunden an uns zu binden, ihm Informationen und Daten, die wir zur Verfügung haben, die vielleicht in der Odyssee
des Gesundheitswesens, wenn man krank ist, sehr helfen können. Das richtige Krankenhaus finden, den richtigen Arzt, die richtige Behandlungsmethode, qualitätsgesicherte Information. Alles ist ein Wunsch unserer Versicherten, sowas zu bekommen. Und für uns ein Anspruch als Partner für Gesundheit, Partner für Health, als Krankenversicherung, unseren Versicherten zur Verfügung zu stellen. Die Wirklichkeit ist leider so noch nicht. Wir haben die Herausforderung, wir haben zwar enorm viele Daten, das Vertrauen ist deswegen, ich habe gehört, eben weil wir die Datenschutzdiskussion, ich arbeite bei der Allianz, das ist ein Start-up, was vor 129 Jahren gegründet wurde und seit 129, in Berlin, in einem Hinterhof übrigens, was aber seitdem das Vertrauen hat und wir von unseren Versicherten die Daten bekommen. Deswegen, wir können mit den Daten schon sehr, sehr viel an Informationen zur Verfügung stellen, den Versicherten, aber wir müssen sie uns im Moment immer noch selbst strukturieren. Die wenigsten Daten kriegen wir in strukturierter Form, das heißt wirklich noch Papierprozess, sehr aufwendig, dass wir Diagnosen dort erfassen und Abrechnungsdaten. Aber es wäre für uns natürlich ein Traum, die Digitalisierung voranzubringen, um so Prozesse zu erleichtern, um zum Beispiel dazu zu kommen, schneller eine Rechnung zu erstatten. Das ist ein Anspruch des privaten Krankenversicherten, der bei Amazon schnell ein Produkt bekommt, auch eine Arztrechnung schnell erstattet zu bekommen. Und da kann uns Digitalisierung enorm helfen. Und wenn wir die Daten, die wir sehen, zum Beispiel auch über Leistungen, die in Krankenhäusern oder bei Ärzten erbracht werden, ja, oder wie wir sehen, darauf komme ich gleich zurück, wo wir auch im Leistungsmanagement Hinweise bekommen über digitale Anwendungen, unsere Versicherten besser erreichen. Deswegen haben wir vor über 2 Jahren diese Idee geboren, einer E-Health-Plattform, in dem wir einen Beitrag zur Vernetzung leisten wollen. Wir sehen uns als Krankenversicherung auch in der Pflicht, das zu leisten. Wir wollen das nicht anderen überlassen. Nichts gegen Google, Apple und Amazon, die für uns in Teilen echt Vorbilder sind. Aber wir glauben, das Vertrauen, gerade bei Gesundheit und Krankheit, das die Versicherten ihrer Krankenversicherung oder Krankenkasse entgegenbringen, ist ein Vertrauen, ein Wert an sich, den wir nutzen können, um dieses Vertrauen auch einer Plattform zu geben. Und ehrlicherweise wollen wir als Krankenversicherung natürlich auch die Kundenschnittstelle nicht verlieren. Wir wollen nicht, dass der erste Ansprechpartner für rund um Gesundheit und Krankheit Google ist, sondern wir würden uns wünschen, dass das Vertrauen der Krankenversicherung in erster Linie geschenkt wird, mal der Krankenversicherung bei Gesundheits- und Krankheitsthemen fragt. Deswegen war unser Konzept, eine solche Plattform aufzubauen, in denen die Krankenversicherungen mit ihren Kernsystemen angebunden sind, um die Versicherungsanwendung, also Rechnungseinreichung, AU-Bescheinigungseinreichung, die Leistungsabrechnung gleich herein, warum soll das noch auf dem Papierweg nach Hause gehen, ja? Wie können wir einen Mehrwert bieten unseren Versicherten, die vielleicht nicht gleich nur viele Krankheitsthemen haben, sondern unsere Krankenversicherten, die viele Jahre erstmal gar nichts mit Krankheit zu tun haben, wenn sie sich bei uns versichern, wollen trotzdem die Krankenversicherung erleben und da wollen wir ihnen Mehrwert geben. Es gibt einen Hype für diese ganzen Fitness-Tracker und Daten. Die Daten kann man auch nutzen, um ihnen Hinweise zu geben über ihren Gesundheitszustand, also mehr nur als heute habe ich 11.000 Schritte gemacht. Was sagt das über meine Schlafqualität? Was sagt das über meine Stressresilienz? Ja? Was sagt das über meinen Gesundheitszustand insgesamt aus? Das wollen wir als Mehrwert unseren Versicherten bieten. Wir wollen die Leistungserbringer besser vernetzen auf der Plattform. Unsere Vision wäre es, dass auf dieser Plattform unser Versicherter seine gesundheitsperspektivisch seine Patientenakte hat, mit den Daten, die er, das Patientenzentriert, die er dort ablegen möchte, weil er sie gegebenenfalls einem anderen Leistungserbringer zur Verfügung stellen möchte oder weil er mit diesen Daten, die er dort hat, mehr erfahren möchte. Ein großes Blutbild, was der Arzt sicherlich ausführlich und einfach verständlich erklärt hat. Trotzdem bleibt was hängen. Ein Wert war nicht so gut, ich habe es nicht genau verstanden, ich google nochmal, das ist das Schlimmste, was uns Sorgen macht als Krankenversicherung, wenn nach solchen Daten geschaut wird und gegoogelt wird. Deswegen wollen wir hier qualitätsgesicherte Informationen geben. Wir arbeiten mit den drei größten Laborketten, Sonic, Synlab und Limbach zusammen, die wir jetzt die erste schon angebunden haben auf der Plattform, der genannt Vivi, wo Daten strukturiert zum Beispiel eines Blutbildes dort abgelegt werden können und dann auch interpretiert werden können und erklärt werden. Und das ist aus versicherten Sicht eine digitale Anwendung mit einem hohen Mehrwert, die uns hilft, mehr Transparenz, mehr Aufklärung zu schaffen, vielleicht sogar auch zu entlasten den Prozess zwischen Arzt und Patient und auch zu verhindern, dass hier vielleicht der Versicherte Informationen im Netz sucht, die ihn auf andere Gedanken bringen. Es kann dazu helfen, dass Terminerinnerungen gesendet werden, dass die No-Shows-Rate runtergeht, also Termine beim Arzt wirklich in Anspruch genommen werden. Was interessant ist, wir haben erste Erfahrungen gesammelt, ist, was legen die Kunden dort für Dokumente ab und was erfordern sie an bei den Ärzten? Bei der Vivi, es wurde ja schon über Vivi geredet, zu unserer Überraschung
weil so die klassischen Beispiele dachten wir, das ist dann der Befund, das ist der Arztbrief, das ist das Röntgenbild oder so. 10 bis 20%, und wir sind eine Plattform bewusst als gesetzliche und private Krankenversicherung, weil wir sagen, es macht Sinn, es als offene Plattform für beide Versicherungssysteme zu gestalten, denn wir haben ja auch eine große Zahl von Versicherten, die haben eine gesetzliche Krankenkasse und eine private Zusatzversicherung. Da macht es keinen Sinn, dass wir unterschiedliche Angebote machen, sondern ein integriertes zusammen. Interessant ist, wenn die Dokumente angefragt werden bei den Leistungserbringern, sind es in der Tat heute schon overall, das heißt, die gesetzlichen Krankenversicherungen zählen sogar in die Quote mit rein, etwas über 10% Dokumentenanfragen nach Arztrechnung. Und das ist für uns als PKV natürlich hochspannend, dass offenbar das Interesse schon der Versicherten groß ist, diesen Weg will ich nutzen, um digital meine Abrechnung zu bekommen, um sie digital dann auch der Versicherung zur Erstattung einzureichen. Da kommen wir hin zu einer Vision, die ich gerne unseren Versicherten anbieten möchte, nämlich eine Direktabrechnung, sodass der Versicherte nicht mehr erst einreichen muss, die Rechnung begleichen muss, warten muss, bis er das Geld bekommt und so weiter, sondern es in einem Fluss ist. Also digitale Anwendung, die wir anbinden. Und diese Vernetzung aus Leistungserbringersicht, Terminerinnerungen, Befunde teilen, anders mehr eben auch für solche Prozesse nutzen können. Ganz wichtig ist aber was anderes, und darauf möchte ich vor allem eingehen, ist das Thema hier. Wir haben auch als PKV, man glaubt es kaum, dieses Managementprogramme und Versorgungsprogramme, wollen Arzt-Patient vernetzen, wollen Ärzte untereinander vernetzen, wollen zu einer besseren Compliance und Adherence unserer Krankenversicherten kommen. Da bieten wir viele Programme an, die schicken wir dann mal zu, aber wir schaffen es nicht in dem richtigen Moment, unseren Versicherten zu erreichen, wenn es für ihn relevant ist. Und wenn, ist das sehr teuer und sehr aufwendig, weil es ein Papierprozess. Wir müssen also eine Broschüre schicken. Achtung, wir haben jetzt wieder ein Angebot. Eine digitale Anwendung gibt uns die Gelegenheit, im relevanten Moment, er hat eine Diagnose und dann möchte er wissen, was kann er jetzt machen, um seinen Gesundheitszustand zu verbessern. Wir haben häufig, das wissen wir aus den Analysen, wie kommen wir zu besserer Compliance und Adherence, wir haben bei vielen Befunden nur ein sehr kleines Fenster, wo sie wirklich das Verhalten beeinflussen können. Und in dieses Zeitfenster müssen wir rein. Und da sehen wir, dass uns eine solche Plattform hilft, unsere Programme gezielt anzubieten. Wir haben sie schon gesehen über die DHK oder Bitmark heute, deswegen überspringe ich das mal hier, das war auch schon Thema. Hier sehen Sie mal, das ist Ihnen wahrscheinlich schon gezeigt worden, nicht, ne? Also was wir hier anbieten, Arztsuche habe ich hier, hier habe ich das, was ich eben sagte, aus Fitness-Tracker-Daten, Labordaten, so ein Hinweis darauf, wie ist mein Gesundheitszustand wirklich. Hier können wir dann einspielen. Sie sehen, bei dieser Person mit 26,8 Jahren im biologischen Alter hapert es bei der Bewegung. Ja, da ist noch was drin. Da könnten wir jetzt einspielen, dass wir als Versicherung unseren Krankenversicherten eine App anbieten, wie man mehr für seine Bewegung tun kann. Wir haben Fitness-Tipps, wir haben Rabatte bei KISA-Training, wenn Sie das buchen und was weiß ich nicht alles. Das wissen unsere Versicherten leider zu selten. Wir können es jetzt hier gezielt bei denen es relevant ist, einspielen und sagen, Achtung, deine Versicherung zahlt dir das. Hier die Dokumente, Wechselwirkungscheck, können die Medikation hinterlegen. Für uns der Hauptgrund, wo wir das Geld regenerieren.